Es war eine turbulente Woche in Berlin, Dramatik pur für die SPD-Parteispitze und ihren Vorsitzenden Martin Schulz. Der heimische SPD-Bundestagsabgeordnete Johannes Schraps muss nun den Genossen zu Hause den Scherbenhaufen erklären. Wir trafen ihn am Wochenende in seinem Hamelner Wahlkreisbüro. Herr Schraps, gleich zuerst und wahrscheinlich eine Frage auch, die das Herz betrifft. Wer wäre der bessere Außenminister gewesen? Sigmar Gabriel oder Martin Schulz? Die Personalfragen sind ja jetzt auch noch gar nicht geklärt, sondern das ist ja auch etwas, was deutlich gemacht wurde, dass es erst in den nächsten Wochen nach dem Mitgliedervotum geklärt wird. Ich bin froh, dass wir viele in der SPD haben, die dieses Amt des Außenministers gut ausfüllen würden. Ich hätte mir das von Martin Schulz sehr, sehr gut vorstellen können. Er hat den Europateil im Koalitionsvertrag extrem gut verhandelt. Das ist ein absoluter Kurswechsel, den wir da im europapolitischen Bereich hätten, wenn dieser Koalitionsvertrag umgesetzt würde. Auch Sigmar Gabriel hat in den letzten Jahren, ich glaube, das ist auch die breite Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, einen tollen Job als Außenminister gemacht. Von daher, wer es wird, das werden wir sehen. Mit dem Rückzug von Martin Schulz jetzt wird sicherlich irgendwann wieder Diskussionen geben. Aber ich glaube, der Rückzug von Martin Schulz führt jetzt auch dazu, dass die SPD-Mitglieder sich ganz auf die inhaltliche Diskussion zum Koalitionsvertrag konzentrieren können. Ja, Sie waren ja auch in Erzen gewesen, da ist auch schon darüber gesprochen worden, über die Berliner Situation. Was glauben Sie, wird dieser Koalitionsvertrag mehrheitlich eine Chance haben in der SPD-Mitgliedschaft? Ich glaube das schon. Ich bin erstmal ganz grundsätzlich davon überzeugt, dass unsere Mitglieder in der SPD sich jetzt auch die Zeit nehmen, sich ganz intensiv und ganz differenziert auch mit den Inhalten dieses Koalitionsvertrages zu beschäftigen. Ich habe da eine persönlich eine ganz klare Sicht. Bin der Meinung, dass wir in diesem Koalitionsvertrag ganz, ganz viel untergebracht haben. Ich glaube, es ist immer so ein kleiner Gradmesser. Wenn die Bild-Zeitung deutlich schreibt, Merkel hätte der SPD die Regierung geschenkt, dann ist das eigentlich immer ein ziemlich untrügliches Zeichen, dass wir ziemlich gut verhandelt haben. Der trägt aus meiner Sicht eine ganz starke sozialdemokratische Handschrift. Es sind ganz viele sozialdemokratische Inhalte zu erkennen. Man muss nur den Bereich Rente sich anschauen, wo wir vor der Wahl in den Wahlkampf gegangen sind und gesagt haben, wir wollen das Rentenniveau bei 48% stabilisieren. Wir haben gesagt, wir wollen eine Solidarrente. Jetzt sind wir so weit, dass wir Regelungen im Koalitionsvertrag stehen haben, die das Rentenniveau auf 48% stabilisieren. Wir haben eine Solidarrente, die jetzt nun Grundrente heißt, aber sie ist faktisch in diesem Koalitionsvertrag verankert. Das sind alles Punkte, die wir als SPD fast eins zu eins in diesem Koalitionsvertrag umgesetzt haben. Das gibt es auch in ganz vielen anderen Bereichen. Angela Merkel hat gesagt, bis 2030 muss im Rentenbereich nichts geschehen, weil eigentlich alles geregelt ist. Ich denke, das sind ziemlich klare Bereiche, die auch unsere Mitglieder deutlich erkennen, wenn Sie sich das in Ruhe anschauen. Am Tag der Unterzeichnung dieser Koalitionsvereinbarung oder der Bekanntgabe, dass man sich geeinigt hatte, so rum muss man sagen, kam von Ihnen eigentlich eine Jubelmeldung aus Berlin, anders kann ich es nicht nennen. Sie waren hochzufrieden mit diesem Ereignis. Naja, ich würde es nicht hochzufrieden nennen, weil ich glaube, im politischen Wettbewerb ist es immer so, dass man, wenn man mit zwei unterschiedlichen Parteien einen Koalitionsvertrag unterschreibt, dass da auch unterschiedliche Meinungen sich drin wiederfinden und man natürlich nicht zu 100% die eigene Parteilinie wiederfindet. Das bedeutet eben auch, dass man nicht zu 100% mit jedem Satz in diesem Vertrag übereinstimmt. Aber das ist das Wesen von Demokratie. Und das Gute, dass demokratische Parteien trotzdem einen tragfähigen Kompromiss finden. Das ist, glaube ich, in diesem Koalitionsvertrag klar zu sehen. Ich habe mich deshalb sehr positiv geäußert, weil ich eben ganz, ganz viele wichtige Punkte sehe. Dazu gehört für mich zum Beispiel, dass der Bildungsbereich erstmals wirklich von der Kita über die Schulen und die Hochschulen bis zum Meister durchgehend finanziert wird, dass es da durchgehend Investitionen gibt. Das ist ein klarer Fokus, genauso wie zum Beispiel auf dem Bereich Forschung und Digitalisierung, der, was schnelles Breitband angeht, auch gerade für unsere ländliche Region ganz, ganz wichtig ist. Und was mir als Europapolitiker auch natürlich besonders ins Auge sticht, ist dieser klare Kurswechsel im europapolitischen Bereich. Europa ist das, was uns sozusagen das Lebensumfeld ermöglicht, in dem wir hier leben. Deswegen müssen wir was für Europa tun. Und mit den Sachen, die zur Europapolitik in diesem Koalitionsvertrag festgeschrieben sind, wird im Prinzip eine Investitionspolitik gemacht, da wird wieder Geld in die Hand genommen, da wird zukunftsgewandte Politik gemacht. Und das Schäuble'sche Spardiktat, was im Prinzip über ein Jahrzehnt die Europapolitik Deutschlands bestimmt hat,
Das wird damit absolut ad acta gelegt und das halte ich für ganz, ganz wichtig. Und deswegen kann ich mit sehr, sehr gutem Gewissen mich auch dafür aussprechen, für diesen Koalitionsvertrag zu stimmen und in eine große Koalition zu gehen. Machen wir mal eine Wasserstandsmeldung. Ich weiß, also ich spekuliere nicht gern. Normalerweise werden die Sozialdemokraten im Weserbergland das weitgehend abnicken? Ich würde das gar nicht abnicken nennen. Wie gesagt, ich habe da großes Vertrauen in unsere Mitglieder, dass sie sich das in Ruhe anschauen. Das ist, wenn so eine politische Entscheidung ansteht, und das war am Mittwoch mit der Veröffentlichung dieses Koalitionsvertrages der Fall, dass dann auch erstmal sozusagen Schnellreaktionen da sind, dass erstmal die ersten Lautsprecher gleich nach 10 Minuten sozusagen sich äußern, obwohl man vielleicht in 10 Minuten diese 180 Seiten auch noch gar nicht en Detail durchgelesen haben kann. Ich glaube, das ist ganz normal und dass dann erstmal eine politische Stimmung entsteht. Ich glaube, man muss jetzt dieses Ergebnis erstmal sacken lassen, man muss von Personaldiskussionen wegkommen. Da hat Martin Schulz seinen Beitrag zu geleistet, indem er auf die Parteispitze und auf das Außenamt verzichtet hat. Von daher sollte nun der Weg eigentlich frei sein, sich wirklich mit diesen Inhalten zu beschäftigen. Diese Diskussion werden wir in der Partei in den nächsten Wochen auch auf verschiedenen Veranstaltungen führen, auch da Pro- und Kontra-Argumente nochmal zu Wort kommen lassen, so wie wir das auch schon vor dem Bundesparteitag gemacht haben, als wir die Entscheidung getroffen haben, überhaupt in Sondierungen und Verhandlungen zu gehen. Und ich bin da sehr, sehr frohen Mutes, zumal wir auf dem Parteitag als SPD gezeigt haben, dass wir faire Debatten führen, dass wir uns fair auseinandersetzen. Und für mich ist das ein Beispiel innerparteilicher Demokratie. Im Hintergrund schaut Ihnen Willy Brandt über die Schultern. Die Perspektive haben wir nicht von ungefähr gewählt. Glauben Sie, dass Martin Schulz zur tragischen Figur geworden ist in der doch immerhin bedeutsamen Reihe von SPD-Parteivorsitzenden, der Mann, der aus dem schlechtesten Ergebnis, das jemals die SPD in einem Bundestagswahlkampf eingefahren hat, das Optimalste herausgeholt hat und jetzt gehen muss? Ja, ich muss ehrlich sagen, dass mir Martin Schulz persönlich leid tut. Ich glaube, er hat sich jetzt wirklich über einen langen Zeitraum für unsere Partei im wahrsten Sinne des Wortes den Hintern aufgerissen und hat unglaublich viel gearbeitet. Ich weiß, wie viel ich unterwegs war im Bundestagswahlkampf und das hat er um ein Vielfaches natürlich noch mehr gemacht als Spitzenkandidat. Und Sie kennen ihn ja auch persönlich. Ich habe ihn in meiner Zeit in Brüssel natürlich schon kennengelernt. Das ist auch der Grund, warum ich ihn für einen exzellenten Außenminister gehalten hätte. Die Entscheidung, wie das nun zustande kam, völlig abgesehen davon, hätte ich mir inhaltlich einen sehr, sehr guten Außenminister Schulz vorstellen können. Ich habe vor etwas mehr als einem Jahr, als Martin Schulz als neuer Parteivorsitzender gewählt wurde, schon gesagt, dass man aufpassen muss, wenn man ihn jetzt in den Himmel lobt und wenn man ihn sozusagen überhöht mit diesem 100%-Ergebnis, dann birgt das auch seine Gefahren. Die haben wir im Prinzip jetzt gesehen. Was ich damals aber auch gesagt habe, ist, dass ich sehr großen Respekt vor Sigmar Gabriel habe, dass er diesen Schritt geht und nicht die Spitzenkandidatur anstrebt, sondern sie Martin Schulz überlässt. Diesen menschlichen Respekt habe ich jetzt um ein Vielfaches vor Martin Schulz, dadurch, dass er sagt, dass seine Person eben nicht im Vordergrund steht, sondern die Inhalte dieses Koalitionsvertrages. Ich bin gespannt, wie das in den nächsten Wochen weitergeht, glaube aber, dass wir gute Diskussionen dazu haben. Und vor den beiden, wie gesagt, habe ich jeweils großen Respekt. Ja, Sie haben jetzt, muss man unseren Zuschauern sagen, wohl auch ein bisschen an einen Gastkommentar erinnert, den Sie für die Weser-Bergland-Nachrichten geschrieben hatten, seinerzeit nach Ihrer Wahl. Glauben Sie, welche Konsequenzen müsse die SPD daraus ziehen, sollte sie künftig ihren Parteivorsitzenden per Urwahl bestimmen? Diese Idee ist ja nun auch aufgetaucht, jetzt kurz vor diesem Wochenende. Ja, ich weiß nicht, ob das der richtige ist. Ich glaube, Parteien, wir haben einen sehr, sehr großen Parteitag mit Delegierten und man würde diesen Delegierten ja auch eine gewisse Verantwortung dann wegnehmen. Ich glaube, dass wir Delegierte wählen, das hat schon seinen Grund. Eine Urwahl ist immer ein sehr, sehr großer Aufwand. Das merken wir jetzt auch beim Mitgliedervotum. Das hat auch mit Kosten zu tun, ob man das eben jedes Mal machen kann, wenn man einen neuen Parteivorsitzenden wählt. Halte ich ehrlich gesagt für schwierig. Ich glaube, dass die Regelung, wie wir sie jetzt haben, über einen Parteitag eine sehr, sehr gute ist. Ich würde sagen,
Was jetzt wichtig ist für uns als SPD, ist auch nochmal zu schauen, welches Vertrauen bringen wir denn unserem Spitzenpersonal entgegen, welches Vertrauen bringen wir unseren Mandatsträgern entgegen. Auch ich spüre das vor Ort, dass natürlich auch das mit der Frage verknüpft wird, ob man so einem Koalitionsvertrag zustimmt oder nicht, dass schon auch irgendwo geguckt wird, ob die Mandatsträger, ob die Abgeordneten mit einer bestimmten Haltung abstimmen, weil sie ihr Mandat behalten wollen. Ich kann ganz klar sagen, dass für mich die Inhalte in diesem Koalitionsvertrag im Vordergrund stehen und finde es schade, wenn mir gesagt wird, ich möchte unbedingt mein Mandat behalten. Ich halte diese Inhalte für sehr richtig. Wir haben 20,5% bekommen bei der letzten Bundestagswahl. Ich glaube, dass viele sozialdemokratische Parteien in Europa mit 20,5% schon gejubelt hätten. Aber die hätten noch mehr gejubelt, wenn sie diese Inhalte, die wir mit 20,5% in einen Koalitionsvertrag verhandelt haben, nun umsetzen könnten. Ich glaube, das ist ein starkes Signal und da werden unsere Mitglieder eine gute Entscheidung treffen. Sagt der Mann, der für die SPD im Weserbergland in Berlin im Bundestag, im Reichstag ist.